reingießen. Ihr müsst aus 4 Meter Höhe Gläser befüllen. 20.000 hast du. Ja, zwei Spiele reichen nicht wirklich fürs Finale. Weiter? Weiter? Ja, komm, einer geht noch. Weiter. Einer geht noch. Weiter. So will ich das sehen. Weiter. Okay. Es ist tatsächlich eher auch ein Geschicklichkeitsspiel. Nee, ich nehme ihn. Dich bitte. Weil er hat was mit Handball, weißt du, Handball. Ja, aber hat er noch lange nichts. Benjamin. Damit steht der Gegner in Spiel 9 von Calvin Kleinen fest. Das ist Benjamin Meltzer. Benjamin Ben Ryan Meltzer wurde als Yvonne geboren, ist ein bekannter Transgender-Star, war bei Ninja Warrior Germany, beim Sommerhaus der Stars, bei den RTL Wasserspielen dabei und stellt sich jetzt Calvin Kleinen wild, ne? Beim Eingießen. So, ihr kriegt erstmal natürlich Gurte noch gleich, weil ihr müsst dann 4 Meter höher. Und Calvin ist natürlich sehr mutig weiter zu spielen, in Anführungszeichen, weil die Losers Lounge, wenn diese Sendung geschlossen ist, ist die Losers Lounge für hier ja auch geschlossen. Das heißt, solltest du jetzt verlieren, sind die Chancen relativ schlecht, wiedergewählt zu werden. Aber Mut zum Risiko, entschieden weiter zu spielen. Komm ruhig rein, mach schon fest. Elton, und vielleicht noch eins. Ja? Wir nehmen ja nur den Sieger des 10. Spiels, also nicht dieses Spiels, das kann der gleiche sein, logischerweise. Wir nehmen den Sieger des letzten Spiels, das mal in Richtung Pommes da oben, vor dem sie alle Angst haben. Wenn er dann den letzten Spiel gewinnt, wäre er der, der den großen Run nächste Woche ab 20.15 Uhr hier auf RTL starten kann. Also wir haben ganz viele Twists in dieser Sendung. Und jetzt gucken wir erstmal, ob Calvin auf 30.000 stellt beim Eingießen. Ich glaube nämlich auch, das ist gar nicht so schlecht, als Letzter hier noch zu sitzen. Denn, wie Buschi gerade sagte, dann hat man die nächste Möglichkeit, den nächsten Samstag die Chance, sich wieder von vollem Stühlen sich die Leute auszusuchen. Ich erkläre euch mal eben die Regel. Ihr müsst gleich aus circa 4 Meter Höhe Gläser befüllen. Pro Durchgang habt ihr 2 Minuten Zeit und nur eine von diesen 2 Liter Karaffen. Also nur eine Karaffe. Da stehen zwar mehrere, aber pro Durchgang nur eine Karaffe. Das wird der Buschi bestimmt gleich öfter nochmal wiederholen. Wer mit Ablauf der Zeit mehr Wasser unten in die Gläser geschüttet hat, gewinnt den Durchgang. Das wird natürlich gewogen. Wer als erster 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Fragen? Da stehen aber 5. Ja, falls es ein Stechen gibt. Ah ja, okay. Mhm. Falls mal eine runterfällt, ist alles möglich. Also, geht mal schon mal rein in den Steiger, ihr werdet eingewiesen. Warte noch kurz. Ja, geht da auf. Kommt. Hallo, muss klingeln. Geht das auf? So. Ich warne jetzt schon mal vor etwaigen Gedankengängen und Assoziationen, wenn wir gleich sehen und hören, was da passiert beim Eingießen. Werden wir gleich alles sehen. Wie warte, das Publikum unser Sicherheitsbeauftragte kommt noch. Warte kurz, Chris. So, die Karaffe, die auf dem Boden steht, ist eure erste Karaffe, die ihr benutzt. Calvin zu deiner Linken unten, Ben zu deiner Rechten steht die Karaffe. Können wir die schon in die Hand nehmen? Ich würde die erstmal stehen lassen, weil es ruckelt, nicht, dass ihr was verschüttet. Na ja. Wow. So, jetzt geht's rauf. Und dann von oben gleich 2 Minuten Zeit, um die 4 Gläser mit dem Inhalt einer Karaffe zu befüllen. Hat einer Höhenangst? Nein. Ich? Ja, schon, aber jetzt hier kann ja gar nichts passieren so. Da hast du recht. So, haben wir gleiche Höhe. So, ja. Falls ein Deckel auf der Karaffe ist, den natürlich entfernen, bitte. Jetzt könnt ihr die Karaffe nehmen. Wenn ein Deckel drauf ist, den ruhig abnehmen. So. Und dann auf mein Kommando versuchen, die Gläser unten zu befüllen. Ihr seid sonst soweit starker. Irgendwelche Fragen? Nee. Nur diese Karaffe für einen Durchgang. 2 Minuten Zeit. Okay? Wie viel? 90? 2 Minuten Zeit für eine Karaffe. Und los. Wir machen das beide sehr vorsichtig. Und jetzt mal einfach Augen zu und nur zuhören. Nein. Ich war noch nicht auf Toilette.
So, das sieht sehr ähnlich aus, auch von der Befüllung bisher. Beide gehen erstmal auf ein Glas, vollkommen in Ordnung, weil wenn man einmal den Strahl, also die Flüssigkeit passend hat, dann... Der Strahl. Es läuft, es läuft. Ja. Läuft, Elton. Sieht sehr gut aus, ja. Hör auf mit solchen Sprüchen. Und ich sag dir was, ich glaube, diesen Calvin Kleinen wird niemand mehr unterschätzen. Nee. Denn wenn wir mal vom Fußball absehen, da hat er sich einfach den falschen Gegner ausgesucht. Das hat wie viel muss ich vor alle voll? Nein, also du hast nur diese Karaffe für einen Durchgang. Wenn die leer ist, ist erstmal Schluss. Und was ist das Ziel des Spiels? Ich hab, wer insgesamt aber mehr Flüssigkeit in den Gläsern hat. Du kannst alle vier Gläser benutzen, falls eins voll wird. Steht der da und nach über einer Minute fragt er, wie geht's und worum? Du kannst alle Gläser benutzen. Ey, ist das scheiße. Hey, Junge. Jetzt ist er raus. Ja, weil er 40 Sekunden einfach nicht aufgepasst hat. Aber Calvin, du machst das gut, das kann ich dir sagen. So, bei Ben. Noch 30. Er ist schon beim dritten Glas. Aber nochmal, das ist egal, wie viele Gläser. Es geht um die Gesamtmenge. Wer hat 20. Mehr Flüssigkeit? Es werden in den alle Gläsern Gläser runter gewogen, auch die leeren. Das ist jetzt sehr schwierig. Vom Bauchgefühl würde ich sagen, Calvin ist knapp vorn, aber 5, wir haben ja 3 Gläser bei Ben, 2 bei Calvin und der hat seine Karaffe geleckt. Stopp! Was ist das für ein Spiel? Ich sehe gar nicht, wie viel da drin ist. Ja, das musst du auch nicht. Du musst einfach schütteln, einfach laufen lassen. So, jetzt wiegen wir mal. Elton, Kamera auf Elton, versuch noch mal ein Glas zu greifen. Ah, geht. Ah, schön. War was im Weg, ne? Ah, vielen Dank. Ja, aber was? Ach, hier, das Ding hier. Vielleicht geht's hier besser. Machen wir gleich. So, vielen Dank. Dann gucken wir mal bei. Also, alle 4 Gläser kommen auf die Waage. Alle 4, auch vermeintlich leerer. Da könnten ein paar Tröpfchen drin sein. Alles wird gewogen. So, 1,945. Buschi, bitte notieren. Ja. Das kriege ich noch im Kopf hin. Ich habe ja nur 2, fuck. Na, wieso? Es geht um die Gesamtmenge an Flüssigkeit. Wenn du 2 Gläser voll hast, wie voll dann waren kann die das, denn? Die waren ziemlich voll. Ja? Dann kann das durchaus mehr sein als 3, die nur so ein Drittel oder zur Hälfte voll sind. Verstehst du? Geht um die Gesamtmenge. Ja, ich weiß nicht. Das sieht schon mal sehr gut aus, weil hier haben wir schon 1,4 und das so, und damit Glas gewinnst du Durchgang 1, kommt Calvin noch drauf und sind 2,194. Zu! Bleib ruhig da oben. Oh, Entschuldigung. Boah, das wackelt, ich kann nicht. Nein, weil du da rumspringst wie Ronaldo. Zu! Ruhig. So. Ruhig. 1-0. Genau. Jetzt das gleiche Prozedere, die nächste Karaffe. Auch wieder nur diese Karaffe, 2 Minuten Zeit, 2 Liter sind da drin. Bitte die Gläser füllen, ihr seid also startklar. Ja, jo. Dann los. Ja, völlig unterschiedliche Techniken, wenn wir mal auf beide schauen. Immer wieder zur Stabilisierung nimmt Calvin die linke Hand. Wir haben hier eine sehr gute Fangemeinde hier auf der. So, und Ben ist aber jetzt in einem guten Alles gut Flow. Hier? Das ist, sieht sehr gut aus im Moment bei Ben. Puls ist gut. Denn da läuft das in das erste Glas, das er sich ausgesucht hat, richtig gut. Das ist jetzt schon halb voll. Da ist er knapp vorn im Moment im Vergleich zu Calvin Klein. Ist alles andere als eine Entscheidung in diesem zweiten Durchgang, aber er ist ganz leicht vorn, würde ich behaupten. Noch 1,20. Oh, jetzt holt Calvin auf, jetzt hat er einen dicken Strahl. Also jetzt... Musste kommen. Ja, jetzt geht da einiges. Jetzt geht er aufs nächste Glas. Wieder die andere Hand zur Stabilisierung. Er hat die Position oben gewechselt. Das ist sehr ähnlich bisher bei beiden, sehr ähnlich. Und jetzt geht Calvin auf Glas 2. Er verschüttet natürlich auch viel. Er verschüttet auch viel. Das kann ihm am Ende den entscheidenden Nachteil bringen, denn Ben mit viel ruhigerer Hand hat noch sehr viel in der Karaffe. Calvin ist gleich schon wieder durch und hat wie im Durchgang vorher
zwei Gläser ziemlich voll. Aber Ben hat noch jede Menge Sekunden. Flüssigkeit in seiner Karaffe und noch genügend Zeit. Boah, er macht es eher filigran. Ich glaube, das Ding kann noch an Ben gehen. Wenn er jetzt wenig verschüttet. Er muss aber jetzt viel unterbringen in diesem Glas. Stand jetzt ist Kelvin vorne. Ah, da geht jetzt doch viel daneben. Ah, jetzt nur 15. noch 15 Sekunden. Er muss jetzt ein bisschen riskieren, Ben. Noch 10 Sekunden. Jetzt riskiert er. Jetzt riskiert er. Und jetzt wird das eine ganz enge Geschichte. Das sind ein paar Gramm. Das sind ein paar Gramm. Ich glaube, ganz knapp für Kelvin, aber Millimeterentscheidung. Ey, du kriegst doch einen Drehwurm, wenn du da die ganze Zeit reinguckst. Nee, ich nicht. Ich sitze ja hier am Kommentatorenpult. Hier ist ganz entspannt. So, wir haben null. Boah, ey. Was ist denn? Bist du schon wieder kaputt nach Eingießen? Nach drei Spielen oder was? Ich bin noch platt vom Paul da mit dem Fußball. Ja, aber dafür machst du es ganz gut. Und gleich kommt noch der Pommes Hens, wenn du dieses Spiel gewinnst. Der ist so. Der Endgegner, ey. Bitte notieren, Buschi. 2108. Ja, ich merke mir 2108. Fertig. Für wen war jetzt? Na, du noch, Kelvin. Oh. Du bist aber schon hyperaktiv. Ja, ehrlich, ey. So, 2108. 2,108. Das sind dann Kilo, ne? 2 Kilo und 108 Gramm, ne? Mit den Gläsern und der Flüssigkeit, ne? So. Oha. So, 2,108 gilt es zu schlagen. Und es sind 2,175. Auch der zweite Durchgang geht an Kelvin Kleinen. Er führt 2:0. Ein Durchgang noch. Dann steht Kelvin Kleinen bei 30.000 Euro und würde dann gleichziehen mit Paul Janke. Der hat sich dann entschieden, die 30 zu nehmen. Und Kelvin könnte, also erstmal muss er hier dieses Spiel gewinnen. Ja, so weit sind wir ja noch nicht. Aber er könnte gegen Pommes gewinnen und mit 4 Siegen die alleinige Führung übernehmen bei Schlag den Besten. Auf Ex. Prost. Gut, Prost. Die nächste Karaffe, wieder 2 Liter, 2 Minuten Zeit. Ihr seid soweit? Dann los. So, und jetzt sehen wir bei Ben gleiches Verhalten wie bei Kelvin. Ich meine damit nur, wie er die Karaffe hält. Er ist ein etwas anderer Typ. Kelvin wieder, also es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. So, jetzt justiert er neu, denn das eine Glas ist rappelvoll bei Kelvin Klein. Normal immer leer. Hast du mal Zielpinkeln gemacht? Zielpinkeln. Ah, das ist Wahnsinn. Wieder sensationell Kleinen. Das ist unglaublich. Und er verschüttet auch gar nicht so viel. Ja. Kaum sag ich's, haut er alles daneben. So, er hat wieder die gleiche Taktik. 1:10 noch. Er hatte wieder die gleiche Taktik. 2 Gläser, ziemlich voll. Ich glaube, das ist über 2,2 Kilogramm am Ende bei ihm. Aber was macht jetzt Ben? Eine Minute. So, die Hälfte der Zeit ist rum. Er hat auch ein Glas voll. Er hat noch viel in der Karaffe da oben. Der kann das noch machen, aber er muss jetzt gut treffen. Noch ein Glas ziemlich voll machen, sonst geht nichts. Und ist es der dritte Durchgang für Kelvin Klein, ist er bei 30.000 Euro. 40 Sekunden. So, er muss jetzt ein bisschen einen dickeren Strahl loslassen da. Naja, Zeit hat er. Ja, ja, aber 30? Ja, er hat aber noch nicht so richtig zentriert. Ich glaube, macht das noch nicht so lange. 22 Sekunden. Ja, laufen lassen, laufen lassen. So, jetzt ist die Karaffe gleich leer. 15. Und vom reinen Augenmaß her, glaube ich, sind wir an dem Punkt, dass wir darüber reden, dass Kelvin Kleinen bei 30.000 Euro steht. Also vom Augenmaß her würde ich sagen, das ist ganz deutlich bei Kelvin Klein. Naja, noch sind wir nicht so weit. Aber Elton, ganz ehrlich, du bist näher. Oh, guck mal, er kommt dran. Elton, du bist näher dran. Ja, das sieht schon danach Augenmaß, aus. Ne? Würde ich sagen. Ja, aber es geht um viel Geld in dieser Show. Dreh mal ein Stück von dem Blauen da, Elton, noch schnell. Was? Blue Curaçao. So.
2,194. Ja, aber ich habe gerade mich aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, 9,3. über 2,2 bin ich mir sicher bei Kelvin. Also hast du notiert, Buschi? 2,193. Jawohl. 2,193. So. Aber die beiden sind zu voll bei Kelvin. Und dann ist er wirklich bei 30 Mille. Kelvin, 30K. Aber spring da nicht runter, ne? Nee. Ach, komm jetzt. Komm. So. Außer der ist gesichert, der kann da gar nicht runterspringen. Gut. Komm. Also. Komm. Ja, das muss über 2,2 sein. Komm. Safe, safe. Ja. Oh. Elton! Hey. Elton, was machst denn du da? Zwei Komma drei. Ja! Benjamin. Benjamin, ja, hat nicht ganz gereicht. Ja! Ihr werdet wieder runtergefahren. So. Und er muss jetzt weiterspielen. Finito oder weiter? Ich will das Duell Kelvin gegen Pommes. Meinst du? Jetzt bin ich so gespannt. Kelvin, Gleichstand mit Paul Janke. Das kann nicht dein Anspruch sein. Weiter? Weiter. Weiter oder Ende? Ich begrüße erstmal. Du musst, Kelvin, du kannst dir ja das Spiel erstmal angucken. Du musst dich ja noch gar nicht entscheiden. Aber ich glaube, der ist jetzt so schon im Tunnel. Ich glaube, ja, wir müssen alle Shows jetzt weiter spielen. Und erst es geht Benjamin, ja. Benjamin, komm her. Elton, es geht ja auch immer. Gratulation, hat leider nicht ganz geklappt. Benjamin. Ey, Benjamin Melzer. Danke schön. Es geht ja jetzt im nächsten Spiel auch darum. Losers Lounge. Wer ist nächste Woche dabei, Elton? Und der Kelvin will doch nächste Woche wiederkommen.